Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von The Little Nightmares mit mir, von der Let's Play Starts Hobby. Schön, dass ihr mir 10 Daumen nach oben gegeben habt, sodass wir uns hier wieder sehen können. Und ja, denkt dran, 10 weitere Daumen, dann kommt der nächste Teil. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen weiterkommen. Ja, diese Holzböden hier. So, jetzt wissen wir ja, er hat uns ja jetzt beim letzten Teil 3-mal geschnappt. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, was wir machen können, was nicht. Nämlich wir... Okay. Nämlich nicht da hinten in den Raum reingehen, das schaffen wir nicht. Sucht da drin auf jeden Fall auch nach. Ich würde da echt mal gern hinkommen, aber irgendwie. Ich glaube, wir bräuchten was zum Schmeißen, um den nach da hinten hinzulocken, aber. Naja. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Und schauen uns jetzt erstmal ein bisschen um. Oh, was ein kleines Hühnchen. Hey, das würde mir passen. Okay, da hoch können wir nicht. Komisch. Jetzt natürlich blöd, wenn er jetzt hier reinkommen würde. Ich hätte eine Sekunde früher auch. Eine Sekunde früher hätte ich loslassen müssen. Ich wollte gerade sagen, den Knacks hat er nicht mitgekriegt. Aber den Nicht-Knacks hat er mitgekriegt. Bin ich da? Wow. Ich hoffe, der kommt jetzt noch nicht hier rein. So, ich warte jetzt noch mal, bis er hier vorkommt. Und dann wieder zurückläuft. Damit er quasi den weitesten Weg hat hierher. Dürfte jetzt, glaube ich, jeden Moment wieder hierher zurückkommen. Bis vor die Tür. Oder bleibt er da hinten jetzt? Ich weiß es gerade nicht. Wie es aussieht, bleibt er da hinten, ne? Da ist wieder die Hand. Und dann geht er wieder weg. Okay, er bleibt da hinten. Okay, auf ein neues. Oh! Oh.
weich auf Schuhen gelandet. Sehr schön. Okay, sehr schön. Wir sind weiter. Ein Schuh. Hey! Jetzt wäre es Licht. Guck mal, hier kann man hoch, oder? Hallo, Einzelmännchen. Ist das der richtige Weg oder ist das jetzt nur Einzelmännchen? Ist nur Einzelmännchen. Hey! Hallo, mein Freund, Knuddel. Süß, mir liegt ein Knuddel. Oh, hier gibt's Maulrüben. Okay. Da brennt schon eine Kerze. Hier kann ich einfach runter. Ich kenne den Raum nicht. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal runter, mal gucken, wo ich hier ankomme. Ah, okay. Wenn ich jetzt hier zurückgehe, ist es der eigentliche Weg, ne? Ja, okay. Gut zu wissen. Wieso bewegt sich der Schuh? Viele Schuhe. Die Musik verrät auf jeden Fall nichts Gutes. Schuhe sind überbewertet. Die werden hier wohl hauptsächlich weggeschmissen. Ich wollte einfach nur mal schauen, ob es hier irgendwas gibt. Okay, wir können uns hier nur durchgraben. Ah, ich will da hoch. Ah, da war da auch ein Koffer. Da wollte ich hoch. Ging aber nicht. Schweinerei. Steh auf. Eine Zeit zu profen. Na gut, dann gehen wir halt eben auf diesen Koffer. Ich hoffe, da hier geht's. Okay, hier geht's. Okay, bringt nichts. Okay, jetzt müssen wir wohl zu dem Koffer da oben. Sicher. Guck mal, könnt ihr jetzt da drauf, da rüber und da drüben drauf. Ist nur die Frage, warum. Aber ich sehe da nichts. Also lass mal sein. Okay, da haben wir noch einen Koffer. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Hey, hey, hey! Okay. Aua. Okay, geschafft. Next room. Tschüss. Eine Mäusefalle, okay. Wieso geht die Tür zu? Haben wir irgendeinen Schuh oder so? Hier, guck mal, hier haben wir doch was. Okay, haben wir nicht. Okay, da rein geht's nicht. Blödes Rohr. Okay. Ja gut, Mäuse fallen. Ja. Okay, das runter können wir auch nicht. Muss ja mal alles ausprobiert haben, oder?
bevor mal alles weitergeht. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Renn, Mädchen, renn! Ich bin nicht da. Umlaufen kann ich nicht, das ist Holzboden. Warum ist der gute Mann eigentlich blind? Ich hab keine Ahnung. Okay. Wir können weiter, nehme ich mal. Man kann es bewegen. Warum kann man nicht, kann man es bewegen? Hier oben ist der wieder. Wir bleiben mal hier unten. Was macht denn der da? Er ist bestimmt eigentlich auch nur so eine arme Seele hier. Fühlt sich total einsam, deswegen hat er wohl die ganzen Puppen hier und spielt mit dem Löffel. Weil er nicht weiß, wie man den Löffel abgeben soll. Kriegt er das nicht mit? Geht doch. Ich wusste doch, dass es hier sowas gibt. Also ich hab's mir gedacht, ich wusste es nicht. Aber sonst haben wir hier, glaube ich, nichts, ne? So, also hier geht's hoch. Weiß ich natürlich nicht, ob das so praktisch wäre, hier hochzugehen. Ich wollte halt mal hier hingucken, ob hier auch noch mal irgendwas ist. Na, wo ist er? Da ist er. Da kommt er. Hat sich beruhigt, aber er kommt jetzt erstmal hierher. So neugierig wie ich bin, will ich halt immer erstmal überall nachgucken, ne? Aber scheinbar kriegt er das halt direkt mit. Deswegen. Groß rumgucken ist wohl nicht so. Wenn es was zum Sammeln gibt, dann ist es hier schon in so einem Versteck drin. Wo das eigentlich nicht mehr viel passieren kann. Was ist das da eigentlich?
Achso, so ein Affe. Nein. Okay, vielleicht war das ja doch so ganz gut. Wieso ist die auch nicht da hochgeklettert? Unfassbar. Nee, ich muss jetzt erstmal gucken, ob das Dings gezählt hat. Aber eigentlich schon, das hat ja gespeichert. Gibt es kaputt. Okay. Ja. Ach, jetzt. Aha. Wie hoch kommt der mit seinem Arm? Ey, die Puppe da unten ist ja auch heftig, oder? Die da in der Mitte im Regal, ne? Da ist doch einfach nur ein klaffender Mund oder sowas. Oder eine klaffende Wunde, ich hab keine Ahnung. So, da unten gibt's nichts, ne? Da wird sich ja auch irgendwie so eine Puppe da, die man kaputt werfen kann, die wird sich da unten auch gut machen, oder? Ich guck nochmal, er ist ja weg. Geht's auch hoch. Okay, das war's aber. Weißt du, so gerade so zwischen den ganzen Puppen hätte man eigentlich denken können oder so, okay, hier ist bestimmt auch so eine komische Puppe zum Kaputtwerfen da mittendrin. Aber scheinbar nicht. Dann geh mal hoch. Hätte es sein können. Wenn er schon mal weg ist, dann kann man ja auch mal nachgucken, aber scheinbar. Ja. So. Okay, nee, da hoch kommen wir nicht, ne? Nee. Was machst du denn? Nicht so gut. Okay, je nachdem, was uns erwartet, sehen wir im nächsten Teil. Wenn ihr mir 10 Däumchen nach oben gebt insgesamt in diesem Teil. Und ja, ich hoffe, es macht ihr natürlich, dass es euch so weit gefällt, dass ihr natürlich wissen wollt, wie es weitergeht. Und ja, danke schon mal fürs Zuschauen. Danke für das Däumchen nach oben. Und falls ihr doch mal ausnahmsweise mal ein Däumchen nach unten geben solltet, schreibt bitte in die Kommentare, warum, damit ich es besser machen kann. Und da sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Teil wieder und auch hoffentlich beim anderen Let's Plays. Und ja, das war Little Nightmares mit mir von Nür. Let's Plays auf, als Hobby.
auf dem PC. Tschüss und auf Wiedersehen. Viel Spaß auf meiner YouTube-Kanalseite, auf YouTube generell. Tschüss.